Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich glaube, jeder Künstler hat sich schon mal gefragt, was soll ich heute zeichnen? Ich gebe euch heute 6 Tipps, wie ihr Inspiration finden könnt. Legen wir los! Tipp Nummer 1. Das Internet. Natürlich darf der Punkt Internet nicht fehlen. Ob Facebook, Instagram, Pinterest eignen sich super, um Inspiration zu finden. Wenn ich zum Beispiel durch meine Feeds scrolle auf den verschiedenen Plattformen und die ganzen Werke der Künstler sehe, dann ziehe ich verschiedene Dinge aus diesen Bildern. Ob es eine Farbidee ist oder eine Motividee, eine Komposition oder ein cooler Charakter, der einem gefällt. All das kann man in seine eigenen Werke mit einbeziehen, ohne das natürlich direkt abzumalen oder so. Als kleines Beispiel, ich habe mich eine Zeit lang sehr von Loish beeinflussen lassen oder inspirieren lassen. Sie hat oft mal in ihren Kunstwerken leuchtende, schwebende Haare. Und zu der Zeit habe ich bestimmt 3 Wochen lang leuchtende, schwebende Haare gemalt. Es hat mich beeinflusst, aber ich habe es so in meinen eigenen Stil mit übernommen. Tipp Nummer 2. Doodeln. Manchmal hilft es einfach, sich hinzusetzen, ein leeres Blatt Papier vor sich liegen zu haben, den Stift anzusetzen und einfach mal die Hand machen lassen. Kreise, Linien, Schraffuren, irgendwas, einfach irgendwas aufs Blatt bringen. Und manchmal fügt sich ein Bild zusammen. Das ist wie beim Wolken beobachten. Wir haben zum Beispiel bei uns Fliesen mit so einem komischen Flecken-Tupfen-Muster. Und oft habe ich das so, dass ich plötzlich Bilder darin erkenne. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Dann schaut man auf eine Stelle und plötzlich sieht man, keine Ahnung, einen Löwenkopf oder so. Dann denke ich mir ganz oft, das sollte ich vielleicht mal zeichnen, weil das dann auch irgendwie Perspektive bildet oder sonst irgendwas. Also Augen offen halten auf jeden Fall. Tipp Nummer 3. Musik, Filme, Serien und Bücher. Beim Beispiel Bücher kannst du dir zum Beispiel einfach eine schöne Stelle raussuchen und die Szene malen. Wie sieht der Charakter aus? Wie sieht die Umgebung aus? Oder die Lichtsituation. Bei Filmen oder Serien kannst du dir zum Beispiel überlegen, was macht der Charakter, der gerade in dieser Szene nicht zu sehen ist? Was macht der gerade? Putzt er sich die Zähne? Isst er gerade ein Sandwich? Oder was auch immer. Bei Musik kannst du dich von der Melodie leiten lassen, schau dir den Text im Internet an, lies ihn dir durch und vielleicht entsteht dadurch ein Bild im Kopf, eine Vorstellung von dem Gefühl, was transportiert wird. Ist es eine Liebesballade oder ist es eher abgespaced und laut? Manchmal haben Musiker und Künstler auch einen so abgefahrenen Stil, dass allein das schon Inspiration ist. Ich zum Beispiel habe mal die Sängerin Sia gemalt, weil ich von ihrem Stil einfach so geflasht war. Sie hatte in einem Video eine riesengroße Schleife im Haar. Das Bild könnt ihr in meiner letzten Sketchbook-Tour sehen. Da habe ich nämlich ein Mädchen gemalt, das genau so eine Schleife im Haar trägt. Tipp Nummer 4. Nachrichten schauen. Was ist gerade aktuell? Natürlich jetzt im Moment ganz klar die Pandemie. Ich weiß noch, am Anfang, als der Lockdown begonnen hat, tauchten plötzlich im Internet überall Bilder auf, die dieses Thema bearbeiten. Da tauchten plötzlich überall im Internet Kunstwerke auf von Künstlern, die dieses Thema in ihren Bildern verarbeitet haben. Ob es zusammengebrochene Ärzte waren, die als Engel dargestellt wurden, oder Karikaturen mit politischen Statements. Das Thema war allgegenwärtig. Und das lässt sich im Prinzip auf jedes Thema anwenden. Schlimme Sachen als auch schöne Sachen. Stellt euch vor, der Lockdown ist plötzlich vorbei. Was werden da für Bilder entstehen? Also ich bin schon gespannt darauf. Tipp Nummer 5. Brainstorm. Was ist das allererste Thema, was mir einfällt? Schreib einfach jedes Wort auf, was dir in den Sinn kommt. Egal was. Und irgendwann werden die Dinge greifbarer, persönlicher und das Unterbewusstsein übernimmt so ein bisschen. Also man hat automatisch Bilder im Kopf und man hätte es vorher nicht gedacht. Tipp Nummer 6. Selbstbildnis. Mit Selbstbildnis meine ich nicht unbedingt, dass man ein Porträt von sich selbst malen soll. Ist auch eine schöne Möglichkeit. Aber ich meine eher, in welcher persönlichen Lage befinde ich mich gerade? Ich habe zum Beispiel mal ein Bild von mir selbst gemalt, wie ich gelangweilt mit meinem Handy auf dem Bett liege, weil das in dieser Situation einfach genau meine Lage war. An diesem Tag hätte ich nie gedacht, dass ich noch irgendein vernünftiges Bild auf die Kette kriege, aber das Bild ist richtig schön geworden. Wenn ihr mögt, könnt ihr euch das gerne mal anschauen, das ist auch in meiner letzten Sketchbook-Tour. Zusammenfassend kann man sagen, setzt euch neuen Impulsen aus. Geht an Orte, an denen ihr noch nie wart, sucht neue Künstler im Internet oder hört ein neues Musikalbum. Inspiration steckt eigentlich überall. Man muss nur die Augen offen halten und sie erkennen.
Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Vielleicht habt ihr ja auch noch den einen oder anderen Tipp für mich, wie ich an Inspiration kommen kann. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein kleines Feedback in den Kommentaren hinterlasst. Drückt gerne das Däumchen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!